Wie wir vor 3 Monaten in meinem Video zum Fruchtbarkeitszauber herausgefunden haben, sind Bienen keine Pflanzen. Hier wurde mir klar, dass ich erst herausfinden muss, ob es hier eine Zufallskomponente gibt. Also habe ich das Offensichtliche getan und für euch Gras beim Wachsen zugesehen. Ich fasse die Ergebnisse mal kurz zusammen. Knapp, halschen Schütz, auch Gust, mit vor mir liefen sie fort, hab's nun Tabu, wie's gestern, meine Lappen, die liebe Gülen, als der Fuß. Zu Testzwecken habe ich versucht, Schmetterlinge jagbar zu machen, aber das funktionierte nicht. Das ist vermutlich auch besser so, denn auch wenn es sicher lustig anzusehen wäre, wie ein Jäger einen Schmetterling mit einem Pfeil erlegt und eine riesige Fleischkeule herauszieht, müssten wir uns dann auch fragen, ob es Kannibalismus wäre, wenn diese Schmetterlinge vorher Bogenschützen waren, die einem Priester der Mayas zum Opfer gefallen sind. Hannibal Lecter könnte dazu bestimmt was sagen. Loki Prime besitzt einige Verbesserungen gegenüber seinem Nicht-Prime-Gegenstück, darunter je eine zusätzliche D- und Balkenpolarität sowie eine erhöhte Energiekapazität. Sein mit Abstand größtes Upgrade sind aber seine neuen Ohren. Diese sind nicht nur größer, sondern auch Prime. Damit die Kampagne nicht zu schnell vorbei ist, muss also wieder der Idiotenball her. Und dieses Mal wurden sowohl die Mayas als auch die Wikinger auserkoren, um ihn zu halten. Also müssen wir uns beiden stellen. Und jetzt, wo wir die Geburt des Messias mit 3 Völkermorden gefeiert haben, wünsche ich euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt es etwas, wofür die Siedler keinen Krieg führen? Wenn ich in Stellaris ein ganzes Volk in Mastvieh verwandle, nur weil seine Regierung mich beleidigt hat, ist es wenigstens noch etwas Persönliches. Das hier ist ein Baum, wie es ihn sogar auf dieser Karte zu Hunderten gibt. Warum kaufst du eine Rüstung im Schwefelgeschäft? Wir werfen heute einen Blick auf den Franzosen mit den großen Eiern, Vauban. Ich zeige euch heute den Neuzugang im Warframe Zoo. Nova Prime, die Biene. Das ist schon wieder... Ich verstehe es nicht. Das soll doch eine ganz friedliche Karte sein, also einfach nur... Was? Entschuldigt mich bitte. Ich werde jetzt Siedler deinstallieren. Danach werde ich die nächste Kirche ausrauben und dann bade ich meinen PC in Weihwasser. Los, Pikachu! What? What? Die Antwort auf unsere Frage lautet also ja, aber nein. Die sind einfach wie sie sind. Aber wie sind sie eigentlich? Flecken, die man danach auch im schlimmsten Fall nicht wegkriegt. Da hilft dann auch kein weißer Riese mehr. Haben Sie auch Probleme mit Flecken, die nicht mehr weggehen? Dann vertrauen Sie dem Rat von über 1 Million Besatzungsmitgliedern auf Korpusschiffen, die ihre Mehrzweckreiniger durch Necros Bang ersetzt haben. Es ist zwar etwas gruselig und irgendwie krank, aber wirksam profitabel. Mit seiner innovativen Entweih-Technologie entfernt Necros Bang selbst die hartnäckigsten Blutflecken und Leichenteile und verwandelt sie in Geld, Munition, Mods und Gesundheit. Necros Bang Universalreiniger. Und der Dreck ist weg. Okay, das ist auf so vielen Ebenen falsch. In der 2. Römermission der Missions-CD, die Flucht, nicht zu verwechseln mit der 1. Trojaner-Mission des Add-ons, die Flucht, und auch nicht zu verwechseln mit der 1. Trojaner-Mission der neuen Welt, Flucht aus Troja, ist es unsere Aufgabe, vor dem dunklen Volk zu fliehen, bevor es unsere Siedlung überwältigt. Aber ich denke, man kann das schon als Sieg betrachten. Wenn man nicht derjenige ist, der 1400 Todesnachrichten an die Familien der gefallenen Soldaten überbringen muss. Know your fucking place, trash! In diesem Sinne, Deus Vult. Nichts hiervon ergibt Sinn. Und lasst euch nicht vom Mann in der Wand erschrecken. Hey, Kiddo.